Hallo Freunde und willkommen zu unserem 20. Part meines Let's Plays von The Legend of Zelda Twilight Princess. Sind auch schon 20 Teile und wir sind noch lange nicht durch mit dem Spiel. Wir sind noch relativ am Anfang vom Spiel, ja, also da erwartet euch schon noch einiges. Und in unserem letzten Video haben wir uns in diesem Seeschrein bereits umgesehen. Relativ erfolgreich, würde ich sagen, denn wir haben unserem letzten Teil den Greifhaken erhalten, Leute. Und nun wird der Seeschrein deutlich einfacher sein zu erkunden als bisher. Denn jetzt können wir an Orte gelangen, die uns vorher nicht möglich waren zu erkunden, weil uns einfach der Greifhaken gefehlt hat. Und ich hoffe, dass ich in diesem Part es schaffe, den Seeschrein so weit abschließen, dass ich vor den Toren des Endgegners stehe. Aber wir werden sehen, wie es läuft, und ich würde vorschlagen, wir starten und begeben uns erstmal zurück zu unserem Hauptgang. Nein, du lässt mich bitte zufrieden. Nein, du auch. Achso, da kann ich ja nicht durch. Muss ich so zurück, okay. Du lässt mich bitte zufrieden, ja? Sei so freundlich, so. Jetzt warte mal. Da geht's weiter, da drüben ist noch was. Weiß aber nicht, ob ich da schon hin kann. Schauen wir mal. Nein! Ah, Mist, da fehlt das Wasser, okay. Da fehlt das Wasser. Ich dachte, ich kann da schon hin. Scheiße, das war wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Kann ich da hoch? Mich da hoch? Ja, kann ich. Lass mal los. Lass mal die Rubine hier einsammeln, jawohl. Was ist da drüben? Kann ich mich auch hinziehen, so. Achso, das lassen wir los, so. Ja, da drüben kommen wir jetzt also noch nicht hin. Warte mal kurz, die Karte aufrufen. Wo war denn... Es war eins weiter oben, gell? Ich glaube schon fast. Ja, es war eine Etage weiter oben. Gut, dann gehen wir mal schnell zurück. Denn ich möchte diese eine Schatztruhe noch besorgen, die ich in dem einen Raum vergessen habe, als ich die Wasserzufuhr wiederhergestellt habe. Muss ich jetzt schauen, wo dieser Gang ist. Der ist, glaube ich, hier. Ja, der ist da. Dann gehen wir hier hoch. Was, komme ich da nicht hoch? Was? Was? Ist das so weit weg? Wirklich? So weit weg? Okay. Ich dachte, das funktioniert. Aber gut. Wir sind ja trotzdem schon da. So. Aber jetzt können wir wieder weitergehen. Einfach geradeaus. Ja, der Kompass wäre jetzt halt nicht schlecht, wenn ich den Kompass bekommen würde. Da wäre mir wirklich sehr geholfen. Da kann ich nämlich die Schatztruhen gleich ausfindig machen. Jo.
Wie komme ich? Sag bloß, ich komme da jetzt nicht mehr hin. Ich glaube fast, dass da oben, so wie das aussieht, wahrscheinlich... Ja, wie gesagt, ich kann da nicht stehen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich könnte es probieren, ob ich mit den Eisenstiefeln zum Stehen komme. Oder ob es mich da trotzdem mitzieht nach unten. Schauen wir mal. Okay, so könnte ich es schaffen. Ist jetzt wirklich extrem langwierig, bis ich da hochkomme. Boah, ist das ätzend. Boah, ist das einfach nur ätzend. Aber ich könnte ja meinen Weg ein bisschen verkürzen. Der ist zu weit weg. Hau ab. So könnte es funktionieren. Aber da bin ich halt ewig lang unterwegs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja toll, und ich sehe das Ziel jetzt gerade nicht. Okay, ich könnte mich mit Rollen versuchen nach oben zu bringen. Bin ich ein bisschen schneller. So, da ist unser nächstes. Alter, ist dieser Haken kurz. Das gibt's ja wohl nicht. Wieso bist du so kurz? Du verdammtes Scheißviech. Hau bloß ab. Muss ich es halt so machen. So geht's ein bisschen schneller. Dann komme ich wenigstens an die Schatztruhe hin. Und die ist mir nämlich schon wichtig. Komm, wir sind noch nicht mal ansatzweise oben. Die ist zäh. Und warum ist dieser scheiß Greifhaken eigentlich so verdammt kurz? Ist es dein verdammter Ernst? Wegen Millimeter. Oh, okay, das kostet mir jetzt wieder einiges an Zeit. Ich gehe nicht ohne diese doofe Schatztruhe. Ich werde nicht gehen. Du hältst die Klappe. Tschüss. Eigentlich, dass es mit den Eisenstiefeln geht, dass ich da mich nach oben arbeiten kann. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es. Gut. Eisenstiefel runter. So. Und nun holen wir uns diese Schatztruhe. Schatztruhe? Jetzt ab. So. Was ist da wohl drin? Ich denke, es ist ein Herzteil. Ich denke, es ist ein Herzteil. Nein, ein Stempel. Hylianisch Y. Okay. Es war ein Stempel. Weder ein Herzteil, noch der Kompass. Wow. Da habe ich jetzt 4 Minuten verschwendet. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Naja, immerhin habe ich es geholt. Jetzt können wir nämlich weitermachen. Jetzt bin ich den falschen... Obwohl, ne, ich bin nicht mal den falschen Weg rausgegangen. Ich kann ja jetzt hier durch. Ich habe jetzt meinen Greifhaken, kann mich da... hochseilen, wollte ich gerade sagen, aber da ist ja rein gar nicht. Warum? Wieso ist da drüben bitte zu, verdammt? Ach, ist das lästig, hey. Ja, komm! Alter, Link. Wieso geht der jetzt da nicht durch? Na, also geht doch. Ist hier noch irgendwas zu holen, hier oben? Gucken. Nein. Gar nichts. Gott. Dann zurück. Tja, das war jetzt wohl echt voll für den Arsch, was ich da gerade gemacht habe. Aber für eine Schatztruhe tue ich so ziemlich alles. Okay. Wir schauen weiter.
So. Jetzt werden wir uns hier mal schnell festhaken. Es dreht sich nämlich die Plattform. Und jetzt wird das Wasser in Bewegung gesetzt. Halt, da oben ist glaube ich auch noch was. Ist auch noch eine Schatztruhe, ja. Da ist glaube ich ein Herzteil drin, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, und wir haben einen weiteren Herzcontainer erhalten. Nice. Gut. So, jetzt gehen wir hier runter. Jetzt gehen wir hier nämlich wieder durch, denn jetzt ist das Wasser hier nämlich aktiv. Und ich kann hier durch. Sehr gut. Mal schauen, wie mich der Weg dahin führt. Oh. Ledermaus. Geh bitte, ja. Lass mich zufrieden, bitte, ja. Und dann muss ich mich hier wohl oder übel abseilen, ja. Wir öffnen die Schatztruhe. Was ist da drin? Ein paar Wasserbomben. 10 Stück. Weg mit dir. Und nun? Ja, toll. Habe ich es gemacht. Echt super. Da kann ich noch gar nicht weiter, hä? Da fehlt, glaube ich, noch die Wasserzufuhr, ja. Habe ich irgendwie das saubere Gefühl, ja. Die untere Wasserzufuhr habe ich, ja, aber die obere fehlt mir. Ja, da kann ich noch gar nichts machen hier. Okay, dann gehen wir zurück. Schade. Ich dachte, dass ich da weiterkomme. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Und zwar massivst geirrt. Aber gut. Dann war das nicht der Weg, den ich brauche oder brauchte. So. Dann schauen wir mal zu diesem Gang hier, wollte ich gerade sagen. Jetzt muss ich es drehen. Notgedrungen. Wo war ich jetzt schon drin? Also ich war hier drin. Ich sag ja, der Wassertempel, der hat's in sich. Der ist nämlich nicht ohne. Der Seeschrein, Entschuldigung. Ist ja nicht der Wassertempel, sondern es ist der Seeschrein. Ich muss oben, ich muss da oben lang, ja. Ich muss das Wasser da drüben wieder in Gang bekommen. Ich muss hier lang. Oder bin ich richtig? Ja. Ich muss hier weiter. Ich hoffe, da gibt es einen Haken, wo ich mich hoch... Nein. Alter, ist das dein Ernst? Hä? Nee, da komme ich noch nicht weiter. Was? Hier gibt es wirklich gar nichts. Hä? Aber wie soll es dann bitte funktionieren? Wie soll das funktionieren? Hä? Jetzt warte mal kurz. Das ist jetzt echt beschissen gerade. Ja, jetzt bin ich wieder soweit. Ich hoffe, ich ver...
verplempert jetzt hier nicht zu viel Zeit mit Suchen. Das wäre nämlich echt nicht gut. Halt mal so. Oh, ups. Scheiße, das war nicht geplant so. Oh, das ist auch eine Schatztruhe. Was haben wir hier drin? Den zweiten Stempel, Hylianisch K. Okay. So, wo ist jetzt ein Haken? Was zum Hinziehen hier? Ein Efeu. Sollte natürlich hoch und nicht runter. So. So, jetzt warte. Wir werden das Wasser nochmal in Gang bringen. Ich muss da fast irgendwo hin. Irgendwie muss ich da hinkommen. Aber bringt mir das schon was? Aber ich muss eigentlich fast dem Wasser nach. Ich muss fast. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Da drüben könnte ich an die Ranken hin. Warte mal. Ich denke, ich war vorhin schon richtig. Loslassen. Dann hier. Naja, doch. Okay, dann geht's hier doch weiter. Ich muss hier... Ja, und jetzt da hoch. Okay. Okay. Alter. Ja, wie gesagt, dieser Tempel... ist nicht einfach. Wollte ich gerade sagen. Zu blöd zum Klettern bin ich auch. Super toll. Okay, dann halt nochmal. Also, es ist so scheiße, dass das genau zentral sein muss. Das ist ein... Also, das ist ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel, dass man, wenn man auf Zielscheiben zielt mit dem Greifhaken, dass man da genau zentral sein muss, um dass es den anvisiert. Und man sich zu dem hinziehen kann. Das finde ich ein bisschen doof. So. Aber jetzt. So, wo nun? Wo nun? Wo nun? Hier drüben. Muss hier lang. Okay. Du sollst nicht runterklettern, du sollst nach links, du Vollhorst. Dämlicher. Mann. Gut. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ich brauche wieder meine kategorischen Bombenpfeile. So. Ist wieder so ein dummes Viech. Bleib hier vom Leib. Weg mit dir. So, da ist nichts. Ich muss also den Weg nehmen hier. So. Was ist los? Und tschüss, ihr zwei Idioten. Was ist noch so ein Stalaktit? Nirgends. Doch, hier. Nein, das ist kein Stalaktit, das ist zum Öffnen der Tür wahrscheinlich gedacht, ja. Okay. Aber ich muss hier trotzdem irgendwie hoch. Ach, da. Das ist auch seine Zielscheibe. Gut, gefunden. Gut. Und wieder so ein dummes Viech in einer Furzblase. Drüben ist nämlich auch noch eins. Ich dachte, ich könnte es mit meinem endgültigen Hieb vernichten. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich will wissen, was da drüben noch ist. Ob es hier drüben noch was gibt. Und ob ich da wieder hochkomme, so ohne weiteres. Ja, nämlich nicht. Nein. Okay.
Gut, dann setzen wir erst das Wasser in Gang. So. Dann auf nach oben, lieber Link. Ernsthaft, du blöde Fontäne. So, okay, gut. Da müssen wir also auch uns rüberschwingen. Nein, du Meerschweinchen, gehst bitte weg. Dankeschön. Und du bitte auch. Was haben wir da drin? 10 Bomben. Take ich. Da ist auch noch eine Schatztruhe. Vielleicht ist das ja unser Kompass, den wir brauchen. Ja. Endlich. Wir bekommen endlich unseren Kompass. Gott sei Dank. Wir haben den Kompass erhalten, Leute. Oh, da gibt es noch viele Schatztruhen. Oh, und in einem Raum. Ach so, da wird was. Ach, okay, ja. Ist klar. Okay, ja. Dann weiß ich schon, wo der ist. Klar, da wird wahrscheinlich der Schlüssel sein. Der große Schlüssel. So. Wir setzen das Wasser frei. Du blödes Viech. Tschüss. Rutsche mit Rampe. Nice. So. Öffnen wir das hier auch mal. Dann kann das Wasser nämlich auch fließen. Jawohl, so. Nein. Fische. Lasst mich bitte in Ruhe, ja. Was haben wir hier noch? Nur, ja, da war gar nichts. Was hat das eigentlich zu bedeuten hier? Gar nichts. Okay, ist einfach runtergebrochen. Okay, ich dachte, das wäre was zum Wegsprengen oder so. Gut, dann in dem Fall halt nicht. Dann in dem Fall not. So, jetzt gehen wir aber diesen Weg zurück. Denn da war ich noch nicht. Da ist auch noch eine Schatztruhe. Hallo? Ja. Wieso zeigst du mir die nicht an? Und du, Riesenmuschel, gehst bitte. Dankeschön. Was ist da drin? Wahrscheinlich Rubine. Wetten wir? Ja. 20 Rubine. Okay, aber ich kann eh keine mehr aufnehmen, weil ich schon das Maximum erreicht habe von 500. Drüben ist auch noch eine kleine. Schauen, wie ich dahin komme. Und auch diese Sachen drehen sich. Das ist sehr erfreulich. Endlich. Endlich. So. Da war auch noch eine. Was, wo, wie, was? Hey! Mit dir redet keiner, Exalfos. Tschüss. Dann flieg runter.
Nein, das funktioniert nicht. Hä? Boah, das war knapp wieder. Alter Schwede. Das ist ein bisschen gemein, muss ich sagen. Das ist ein bisschen gemein. Aber es hat funktioniert. Schön. Auch diese Truhe wird sofort geöffnet. 20 Rubine. Nehmen wir. Sorgfältig in Gewahrsam. Und jetzt? Jetzt möchte ich gerne irgendwie wieder zurück. So. Ja, scheiße. Okay. Jetzt bin ich wieder da, wo ich eigentlich sein wollte. So. Denn da wollte ich nämlich rein. Und die Schatztruhe dann noch einheimsen. Auch 20 Rubine. Okay. So, dann machen wir auch schnell auf. Sesam, öffne dich bitte. Danke. So. Okay. So, wo sind jetzt noch Schatztruhen? Da ist noch eine. Echt? Wo? Tatsächlich, da drüben. Wie komme ich zu dir hin? Okay, muss ich wohl doch nochmal zurück. Ja, scheiße, die habe ich jetzt voll übersehen. So ein Krampf. Die muss ich jetzt volle Kanne übersehen haben. Aber gut, der Weg ist ja zum Glück nicht so weit. Der Weg ist ja relativ schnell getan. Ach so. Oh nein, schon wieder dieser... dieser Furzblasen-Guru da. Hau ab, komm. Weg mit dir. Schleimchen. Sind sie weg? Ja. Ist da vielleicht ein weiteres Herzteil noch drin? Nein, 20 Bomben. Wow. Bitte nicht so viel. 20 Bomben. Ich erstick schon fast in Bomben, ja. Könnte man so pauschal behaupten. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Okay. Das war gerade knapp. Ey, warum hakel ich mich eigentlich nicht einfach da oben fest? Es müsste ja eigentlich funktionieren von der Entfernung aus. Hoffe ich zumindest, dass es funktioniert. Schauen wir gleich. Alter, ist das dein Ernst? Ey, wie behindert ist das denn bitte? Toll. Super. Na komm. Put, 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 put. Ich möchte gern darüber. Ja. Wäre ich euch sehr verbunden, wenn ich das tun dürfte. Na also. Gut Ding will schließlich Weile haben. So, und jetzt? Oh, da ist ja ein Loch. Ups. Toll, und jetzt? Jetzt hänge ich da. Die Schrift stellt nicht abgeholt. Ah, gut, aber ich kann ja so auch. So funktioniert es ja auch. Gut. So, jetzt gehen wir schnell in den einen Raum zurück. Sofern ich den gleich auf Anhieb finde. Hoffentlich. Und holen jetzt erstmal den Schlüssel. Sonst vergesse ich den nämlich. Ja, und der Wasserstand steigt weiter in die Höhe. Sehr gut.
So, jetzt muss ich... Ich muss auf die andere Seite kommen. Aber da werde ich verhindert, ja. Gut, dann werden wir erstmal das hier in Bewegung setzen. So. Na, war jetzt, glaubt nicht perfekt, was ich gerade gemacht habe, aber sollte trotzdem klappen. So. Schnell aktivieren. Ja, lassen uns mal. Okay, so klappt's auch. Wollte ich zwar nicht, dass das so funktioniert, aber okay. So. Jetzt müsste eigentlich das Wasser dann kommen. Ja. Sehr schön. So. Und genau da will ich jetzt nämlich hin. Um den großen Schlüssel zu holen. Denn den brauche ich noch. Und ein Herzteil fehlt mir übrigens auch noch. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Ah, das Wasser steigt. Schön. Und somit wird der Übergang zu unserem großen Schlüssel gewährleistet. Sehr schön. Ich werde einfach rüberschwimmen, ja. Ja, komm. Hoch mit dir. So, werden wir gleich mal da reingehen. Hallöchen, Exalfus, ey. Das ist mein Schlüssel. Meiner. Mein großer Schlüssel. Oder ist was anderes drin? Ach, da war das Herzteil drin. Okay, ich dachte, da ist der große Schlüssel. Okay, dann ist da halt nicht der große Schlüssel, sondern ein Herzteil, das... Letzte, das wir brauchen. Da komme ich raus. Okay. So. Jetzt aber Dali flott die wieder zurück. Denn hier haben wir nichts mehr zu holen. Wo sind jetzt noch Schatztruhen? Es gibt noch zwei auf der... ja, okay. Weiß schon wohin. Jetzt muss ich einmal mich im Kreise drehen. In dem Hauptraum. Mit der Wasserversorgung. Um dass ich dann auf die andere Seite kann. Yep. Klappt ja wunderbar. Da muss ich rüber. So. 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 Na komm mal schön, liebe Treppe. Brav. Jetzt muss ich hier doch nochmal zurück. Und ich muss ja auf die andere Seite rüberkommen, irgendwie. Ja, denn da drüben ist nämlich was. So, wir haben es geschafft. Nein, Fledermaus. Untersteh dich bitte, mich anzugreifen. Sind da noch mehr von diesen idiotischen Viechern? Ich glaube aber nicht. Hoffe ich zumindest. Yeah, muss ich wieder so lange warten, bis der kommt. So. Jawohl. Mitgehangen, mitgefangen, heißt so schön. Trifft es zwar hier überhaupt nicht zu, weil es eigentlich nicht sinnesgemäß ist,
Ja, ich sollte da loslassen, genau. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Jetzt bin ich ernsthaft im Kreis gelaufen, Leute. Könnt ihr das glauben? Ich bin ernsthaft gerade im Kreis gelaufen. Oh mein Gott, ist das schlecht. Du blödes Teil. Aber jetzt. War ich das nichts gewesen gerade? Volle Kanne im Kreis gelaufen. War ich das schlecht? Ist das schlecht? Nein. Untersteh dich, du blöde Fledermaus. Fick dich, Fledermaus. Die doofe, verdammte Fledermaus hat mir jetzt gerade volle Kanne rausgebracht. Ah. Das doofe Scheiße, das werde ich jetzt dann erschießen. Diese blöde Drecksgeburt. Das war jetzt unnötig, ja. Das war jetzt richtig, richtig unnötig. Wo ist die doofe Sau da? Ich hoffe, ich treffe sie. Dieses doofe Scheißviech. Ich triff sie nicht. Egal. Ich probier's nochmal. Ich bleib jetzt erstmal ganz oben und hangel mich dann so langsam, aber sicher nach unten, wenn die doofe Fledermaus kommt. Okay, so kann man es auch machen. Gut. Sehr schön. Haust du jetzt ab, Fledermaus? Du hast mich schon genug Stresspickel gekostet, ja? Ja, Leute, so leid es mir tut, aber ich muss hier wieder einen Cut machen. Sonst geht das Video eindeutig zu lange und das möchte ich auf keinen Fall, aber... Wir haben alle Herzteile gefunden, wir haben alle Stempel gefunden und jetzt brauchen wir nur noch den großen Schlüssel, um dass wir zum Endboss können. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, Leute, dann lasst einen kräftigen Daumen nach oben zurück und in unserem nächsten Part werde ich mich hoffentlicherweise sputen können, um dass ich den großen Schlüssel ziemlich schnell bekomme, um dass wir den Endboss in den Arsch treten können. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt und sage hiermit, macht es gut, halt die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part meines Let's Plays von The Legend of Zelda Twilight Princess. Haut rein und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.